Heute seht ihr die Fortsetzung des Gefängnisausbruchs und ob ihr es geschafft habt zu entkommen oder nicht. Und hier geht es jetzt um Fallen triggern und diese Tür da erreichen vermutlich. Also mal los. Okay. Man kann hier aber auch echt nicht außen drum laufen. Man muss hier wirklich diesen Weg nehmen, den etwas längeren hier mit diesen ganzen Strompads. Okay. Ja, sehr gut. Oh nein. Okay. Komm schon. Trigger. Ja, Mann. Okay, okay, komm. Wir haben es gleich. Ja. Oh, mies. Ich hätte es wissen müssen, ganz ehrlich. Okay, wieder auf der Zielgeraden. Die Tür steht schon offen. Die hier triggern. Kurz die hier noch. Und wir sind weiter. Okay. Hier ist schon mal so ein Lama-Muskelprotz. Und das ermutigt mich auf jeden Fall hier weiterzumachen und weiter die Flucht zu ergreifen. Ich hoffe, wir haben es jetzt langsam da mal geschafft. Was gibt's hier noch? Nix. Okay. Wir müssen natürlich auch alles untersuchen hier. 100% Run machen wir. Dann geht's hier weiter runter. Okay. Was? Okay, wir sind wieder in einer anderen Zelle. Okay, ich dachte, das wäre die Zelle vom Anfang oder so. Und wir sind hier gar nicht entkommen. Aber hier sind noch so Spezialzimmer, wie es aussieht. Der hat hier sogar eine Telefonzelle im Zimmer. Da kann er den ganzen Tag rumtelefonieren. Hoffentlich hat er einen guten Handyvertrag. Oh, hier konnte man drüber, okay. Da gab es einen kleinen Schleichweg. Ah, obwohl, wir könnten eigentlich mal hier hinten rumlaufen, was da passiert. Hier ist nochmal Zimmer. Hier geht's wahrscheinlich dann weiter. Hier die Toilette hoch. Direkt zwei Stockwerke. Und als nächstes müssen wir hier irgendwie hochkommen. Ein weiteres Jump'n'Run steht an. Aber es ist eigentlich bis jetzt, glaube ich, ganz locker noch. Ich glaube, das kann man schon machen. So. Okay. Also ich darf nicht gegen dieses Holz hier springen. Okay, man muss richtig spät abspringen, dann schafft man es. Boah. Hier sind wir jetzt also auch oben. Hier gibt es wieder eine Tür, da kann man nicht durch. Also müssen wir wahrscheinlich hier dann runter auf dieses Dach. Boah, wir sind schon fast entkommen, Leute, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie lange dieser Parcours noch gehen soll. Der geht echt schon eine ganze Weile. Wir schauen auf jeden Fall weiter. Ich meine, wir müssten nur hier irgendwie oben drüber kommen und wir wären draußen. Aber wir sind ja auch schon gut auf den Dächern. Jetzt sehen wir hier wieder den Raum von vorhin. Und hier sieht es nochmal nach einem Jump'n'Run aus, glaube ich. Also erstmal auf diese Lüftungsanlage. Ich glaube, an den Anlagen erstmal entlang. Das Lama sitzt im Knast, Leute. Immerhin hat man einen guten Anlauf hier. Oh, man kann es echt schaffen, knapp. Sehr knapper Sprung. Dann hier nochmal hoch. Als nächstes hier drauf. Und da, genau. Oh, der war doch ein bisschen weit. Ich glaube, ich muss echt von hier direkt darauf dann gehen. Das ist auch voll weit. Vielleicht hier drauf. Oh, kann man da direkt hoch? Ach, jetzt check ich's. Okay, jetzt auf das, dann da und dann da hoch. Okay. Boah, ich wollte die ganze Zeit da direkt hoch. Auf das hier, auf den Schornstein, hier drauf und wir sind oben. Okay. Das war echt ein bisschen tricky, da erstmal drauf zu kommen, dass man da nicht direkt drüber muss. Kann man da vielleicht hoch? Boah, ich bin da oben. Oh, da wollte ich schummeln und bekomme direkt mal das Karma dafür. Ich komme hier einfach nicht mehr raus. Ich muss es nochmal machen mit dem Jump'n'Run. Okay, okay. Wir sind zurück mit 14 HP. Und jetzt mal gucken. Gucken wir einfach mal. Okay, auf der Dachrinne. Es ist schon mal ein großer Schritt. Ja, Mann. Okay, wir haben es, oder? Wir haben es. Hier ist aber echt noch so eine Wand. Boah, lass es. Lass es einfach. Okay, wir haben immerhin den Checkpoint und das ist echt schon sehr gut. Weil da muss man sich echt voll die HP aufsparen, habe ich gemerkt, dass man hier überhaupt durchkommt. Und jetzt hier richtig Tony Hawk-Style müssen wir jetzt hier auf dieses Teil hochgrinden oder was? Also von hier. So, sind wir auf der Dachrinne drauf. Als nächstes auf das kleine Stück hier. Direkt vor uns. Müssen wir vielleicht hier schon ein bisschen Anlauf nehmen. Okay. Haben wir. Super. Geht's da runter. Boah, ist das ein langer Parcours, ne? Man muss hier wirklich alles geben. Das raubt einem alle Nerven, wenn man es nicht schafft. Und der kleine Sprung war am Start. Haben wir.
Leute, versucht diesen Parcours wirklich mal selbst. Also der ist wirklich eine Hausnummer, sage ich euch. Das ist echt nicht einfach. Ich sitze hier echt schon ein paar Stunden dran, wenn ich ehrlich bin. Oh, okay, weil es einfach auch so lang ist, ne? Das ist kein Ende irgendwie. Also kommt besser nicht in den Knast, weil sonst müsst ihr sowas machen, um da rauszukommen. Und das dauert wirklich ein paar Tage. Zumindest in Fortnite hat es jetzt echt ein paar Tage gedauert. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall da drauf, weil da zwei Pfeile drauf zeigen. Und dann hier irgendwie in der Mitte noch. Ich mach's hier mit einem Sprung. Okay, haben wir. Da rein. Boah, auch. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg gerade wieder. Eventuell dann hier irgendwie rein. Ja, haben wir. Okay, Checkpoint wäre ganz nice. Ah, da ist ein Jump Pad. Und wir müssen da hoch in diesen Bunker fliegen. Wir müssen auf jeden Fall direkt raus dann. Ja! Okay. Ah, komm schon! Komm schon, bitte! Boah, Leute, ich hab's endlich wieder geschafft. Ich meine, da ist direkt ein Bouncepad. Wenn ich direkt ins Bouncepad reingehe, ich denke, dann könnte man den Fall ausweichen. Alter, der Parcours. So, jetzt direkt ans Bouncepad, direkt. Oder wir warten erstmal kurz hier. Gucken. Okay, da sind natürlich direkt die Fallen. Och Mann, komm schon, das ist doch lame. Boah, komm, lass es mich bitte einfach jetzt irgendwie glücklich schaffen. Ey, was? Wie soll ich das denn machen? Ich bin direkt ans Bouncepad dran. Komm, einfach mal hier hoch. Könnte klappen. Es geht. Okay, ist es hier vielleicht eine Spezialabkürzung oder sowas? Wow, okay. Ist es hier vorgesehen, dass man hier hin kann? Aber theoretisch habe ich es ja aus dem Knast rausgeschafft. Oder jetzt hier? Könnte ich ja eigentlich direkt runterspringen irgendwo. Ach, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. So. Also es ist halt alles voller Eis. Wenn ich einmal reinlaufe, dann wird mich die Falle erstechen. Ja, ich kann nicht mal da ausweichen. Hä? Auf ein neues. Ich gebe hier nicht auf. Ich habe schon so weit geschafft, ganz ehrlich. Ich hab's. Man musste davor noch einmal springen, weil sonst ist man jedes Mal gegen diese Teile hier getitscht. Und ich bin endlich weiter. Boah, das war jetzt echt eine Ewigkeit. Und man musste auch sagen, ich run das quasi blind. Ich habe es noch nie irgendwie gespielt. Und dann selber irgendwie diese Sachen rauszufinden, das ist schon echt teilweise hart. Okay, zwei Fallen. Direkt gut ausgewichen. Ich hoffe, jetzt kommen wir echt langsam mal zum Ende. Also der Timer läuft hier nur 35 Minuten, dann ist hier Finish. Jetzt weiß ich, wie dieser Sprung geht. Passt auf, man braucht diese Elektroteile. Da muss man irgendwie mit denen hochfliegen und sich am Stromschlag wirklich da irgendwie hochklitschen, glaube ich. Ich glaube, so echt könnte es klappen. Oh, komm schon. Ja, wir haben's. Boah, das sind hier Rätsel. Unglaublich. Also wirklich der schwerste Parcours, den ich bis jetzt gemacht habe, muss ich sagen. Krass. Hier geht's jetzt auch wieder bergab eher. Vielleicht erstmal in die Etage. Kurz in die gucken, was gibt's hier zu sehen. Okay, weitere Elektrofallen. Und wahrscheinlich eine Sackgasse, wie es aussieht. Ich glaube, ich bin hier echt falsch gegangen. Ich hätte, glaube ich, den anderen Weg nehmen sollen. Ich weiß wirklich nicht, was der Typ sich bei dieser Stelle gedacht hat, ganz ehrlich. Also ich schaffe das hier gerade echt nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe beim ersten Mal. Nur weil ich den falschen Weg jetzt hier eingeschlagen habe, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wie ich es machen soll. Boah, das ist total zufällig so. Ja! Ich hab's geschafft. Ich hab's endlich wieder geschafft, Leute. Und wir haben noch 13 Minuten Zeit. Boah, hat das jetzt wieder Zeit gekostet, ne? Also dieses Mal weiß ich, was ich mache. Ich gehe nicht hier in den anderen... Wow, das war schon knapp. Aber wir gehen einfach hier weiter. Was? Hä? Ey, ich war im anderen Raum, da ging es doch auch nicht weiter. Als wenn es jetzt hier auch nicht weitergeht, oder was? Ich verstehe gerade gar nicht mehr, wo es weitergeht. Ich kann gerade, glaube ich, keinen Weg mehr finden. Komm schon. Jawohl, ich habe es noch einmal geschafft. Ich weiß echt gar nicht, wo ich überhaupt hin soll, was ich machen soll. Wenn ich jetzt wieder hier runter gehe, dann sind zwei Sackgassen da. Ich verstehe es nicht. Hier zeigen ja sogar noch Pfeile hin. Da oben kann man halt auch nicht rein. Ich kann höchstens echt noch einmal irgendwie hier runter gehen. Weil ich dachte eigentlich schon, das wäre der richtige Weg. Aber da kommen wir ja nicht durch. Wenn ich jetzt hier...
Oh, man muss hier auf die Tür drauf. Oh, jetzt habe ich's. Okay. Und hier ist auch nochmal ein Checkpoint. Ich habe aber nur noch 7 Minuten. Leute, ich bin so am Kämpfen, wirklich schon stundenlang versuche ich das hier und es wird nicht besser, ne? Also, es sieht nicht gerade so aus, als wäre es jetzt leichter. Ah, die Fallen gehen nicht mehr los. Was mit den Fallen los? Aber okay. Können wir auch ohne Fallen machen. Okay, jetzt triggern ein paar. Boah, man muss hier echt noch ganz runterkommen. So, ich hätte es schon fast geschafft. Komm, jetzt nochmal Endspurt. Ich bin diese Fallen echt leid. Ich bin gerade die ganze Zeit, 20 Minuten, 30 Minuten, nur gegen so eine Falle die ganze Zeit gesprungen von diesen Schockfallen, ey. Aber wir haben das Hindernis jetzt auch schon gemeistert. Okay, 6 Minuten, komm. Wo ist der Ausgang hier aus dem Knast raus? Sonst sehe ich wirklich schwarz. Also hier ist auf jeden Fall nochmal ein Checkpoint. Boah, Leute, ich bitte euch ja echt selten um Likes, aber wirklich bei dieser Episode. Er könnte dir wirklich für mich mal ein Like raushauen. Oh, jetzt kommen hier auch noch so Türen. Ich bin hier wirklich schon so lange am Kämpfen, das hier für euch zu schaffen. Das gibt's gar nicht. Wie gesagt, Leute, versucht's echt mal selber. Ihr werdet sehen, es ist sehr, sehr schwer. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, Leute, dann nutzt es jetzt die Gelegenheit eben aus und haut hier nochmal ein Abo raus. Okay, da muss man nochmal komplett hier rechts ziehen. Was ein Parcours, Leute. Wirklich, der ist ja sowas von krank. Ich glaube, ich habe noch nie so einen heftigen Parcours gesehen. Ganz ehrlich. Komm. Da rein. So. Jetzt haben wir es. Erstmal wieder hier das Eis abtauen lassen. Und dann da noch eben durch. So. Jetzt steht hier eine 3. Wieso steht da eine 3? Ich hoffe, ich habe es jetzt geschafft. Also, wie lange soll das noch gehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll da noch alles kommen? Sind wir hier in so einem Mittelplatz drin? Ah, die Zeit ist halt echt gleich zu Ende. Es tut mir auch echt leid, aber ich bin hier komplett blind reingegangen. Hab von gar nichts eine Ahnung, wie irgendwas funktioniert. Aber das hört halt einfach auch nicht auf, ne? Da ist nochmal eine Tür, wo man ja wahrscheinlich wie immer nicht durchkommt, wenn irgendwas davor steht. Ich komme einfach nicht drauf. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hier sind noch Pfeile, aber die führen auch irgendwie ins Nichts. Ah, hier kann man halt auch nichts machen. Ich verstehe das nicht. Hier kann man auch nichts machen. Oh, und jetzt kommt auch schon die Zone. Boah, Leute, ich habe es echt 4 Stunden versucht beim besten Willen. Ich weiß aber echt auch hier nicht mehr, wie es weitergeht. Hier ist irgendwie so ein Punkt erreicht. Nach 4 Stunden liegen echt auch meine Nerven blank, Leute. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Und Leute, liken für das Video. Also, ich weiß echt nicht mehr, was ich da machen hätte sollen. Ich denke, ich habe mich ja trotzdem auf dem ersten Versuch ganz gut geschlagen. Probiert die Map auf jeden Fall auch mal aus. Ich bin gespannt, was ihr da hinbekommt. Ich meine, ihr wisst ja jetzt schon grob, was man machen muss bei den meisten Stellen. Die ganzen Stellen, wo ich das auch nicht wusste, haben mich auch nochmal so viel Zeit gekostet. Was aber hingegen nichts kostet, ist ein Abo auf dem Kanal, Leute. Alle wirklich nochmal abonnieren. Wir sind auf dem steilsten Weg bis zur Million. Vergesst den Supporter-Creator-Code CRANCHX-ROYAL nicht. Bis zum nächsten Mal. Euer CRANCHROYAL.